Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und wir befinden uns in GTA 5. Und ja, ich habe mir mal gedacht, ich zeige euch mal, was wir gefunden haben, und zwar U-Boote. So, lass uns mal sammeln und dann gehen wir mal wieder hier auf Tauchstation. Ich bin schon da, aber ich habe einen Stern. Warum hast du einen Stern? Ich bin gleich da. Da könnt ihr mich drin sehen. Da bin ich. Guck. Da ist gar keins mehr. Gott, wenn eins wegfahre. Theoretisch wäre es echt mal interessant zu wissen, ob es da nicht irgendwas unter Wasser zu entdecken gibt. Ausprobieren. Ich weiß, dass es was unter Wasser zu entdecken gibt, nur es zu finden wird schwer. Was denn? Was gibt's denn da zu finden? Ein UFO. Was? Ein UFO. Auch kein Scheiß. Ist so. Hören auf. Ja, aber dafür müssen wir bis ans andere Ende der Map fahren. Ja, scheiß drauf, dann los! Okay! Da bin ich gerade. Wieder bist du gerade. Ja, weil ich den hier gerade hole. Einer hat mir gerade den Nase mitgeklaut. Warte mal, wir haben doch einen Hubschrauber, einen Transporthubschrauber. Ja, deswegen, Cargo Bob. Ja, mach mal, find mal einen. Wie find mal einen? Wir brauchen einen Strand, wo wir stranden können. Fabi, besorg jetzt den Hubschrauber, aber zack. Gefunden. Dann mein Käfer. Siehst du, man muss dich nur unter Druck setzen. Commander, oh. Aber Rapp, ich brauch den, ah, zwei Minuten, bis ich da bin. Ja gut, ich fahr jetzt mal irgendwo hin, wo du mich denn aufgabeln kannst. Ja, du auch. Alter, hier sind lauter bunte Sachen. Oh. Ja. Oh. Du hast irgendwas geraucht. Ich hab so viele Dinge noch. Oh, bunte Blumen. Wasserpflanzen. Nein, schade. Nein. Jetzt geht's aber runter, als wenn du da rausschießen könntest. Oh. Au! Pass doch mal auf! Oh, der Hubschrauber ist da! Vorsicht, ich muss auftauchen. So, ich fahr hier vorne so ein bisschen an den Strand. Hurra! Hurra! Der Hubschrauber ist da. So, ich bin außerhalb des Wassers. Wir stranden! Ich komm weiter. Ey, nee, schau doch auf! Wenn er mich nicht anhängen kann, was dann? Ich bin in der Mitte der. Kann mich mal irgendjemand zurückschieben? Flupp. Also ich bleib gerade ja, hier. Ein bisschen weiter vor. Du hast mich! Anhieb! Jawoll, Alter, wie geil! Los, ab dann aus! In welcher Richtung geht das? Im Norden? Ja, Jamanda, mach weiter! Oh, das funktioniert! So, dann flieg los! Im Norden oder wohin? Ich schraube gleich. Naja. Wie geil! Wir schleppen gerade ein U-Boot mit einem Hubschrauber. OMGs, Alter, wie geil ist das denn bitte? Du musst mal gegen die Sonne fallen und dann bitten. Oh, was machst du? Flieg vorsichtig. Ich weiß, wo es ist. Ich bin Knüppel festgeklebt. Der fliegt in eine Richtung, mehr macht er nicht. Ey, du fliegst zu weit runter! Ey, du fliegst zu weit runter! Was machst du? Fabi! Hör auf, das wackelt wie Sau! Du fliegst zu weit runter! Fabi! Fabi! Du bist ein Trottel, Alter. Warum machst du das? Ich zeig dir mal. Warte, ich mach Screenshot. Ich hab hier nix. Ich hab hier kein Boden. Ja, du. Nee, ist klar. Deine Mutter, Alter. Ich schwöre. Ja, nee, ist klar. Ja, das glaubt dir kein Schwanz. Ja, aber er hat diesmal nichts zu tun. LOL! Was war denn das jetzt? Wir wurden abgeschossen. Nee, wir werden abgeschossen. Du hast mich denn das Schwert. Keine Ahnung. Hä? Das U-Boot ist auch gegen ihn geknallt. Seid ihr? Dann krieg ich das Ding jetzt wieder ab. Noch der Neo. Einfach nur die Knopfnummer drücken. Kassennummer drücken. Helikopter. Ich hab mir jetzt auch mal so ein Scheiß frei. Nee, ist das Ding nicht weg. Also, können wir das tauschen? Doch, jetzt. Nein. Kevin, wo bist du? Hast mich? Heli drin. What? Hab ich das noch geschafft? Ganz vorsichtig. Alter, wenn das jetzt nicht geil war. Aus dem Wasser.
plus Menschenrettung. Ich hab es! Bei 132 Meter, da wo ich bin, ich hab's UFO gefunden. Ja, ich hab mein Lungenvolumen erhöht. Ich will's auch mal sehen. Ich auch! Ich hab volles Lungenvolumen, warte mal, ich tauch mal runter. Alter, wie krass. Er springt wie aus meinem Heli wie James Bond. Ja, bin ich auch. Ja, so geil. Ich will's auch sehen. Ich auch. Ja, warte, ich will's erstmal abfilmen hier und dann. Ist das groß? Mindestens 20 mal so groß wie's U-Boot. Oh. Da kommt noch was hinterher jetzt. Kommt man mit voller Lungen. Alter, da liegt eine Leiche. Kann aber passieren. Ein Außerirdischer. Wie tauche ich auf den Controller? RB. In die Ego-Perspektive und tauch runter. Das liegt aber schon länger da, ne? Das müssen wir wachsen. Okay, da unten, also. Ist hinter mir. Könnt ihr echt so tief tauchen? Keine Ahnung, ich hab volles Lungenvolumen. Ich sehe es. Ja, ich auch. Wie denn? Rote Farben. Oh, und? Da kommt ein Hubschrauber. Ja, das war meiner. Hast du so runtergesegelt? Ja, ich hab's drauf geparkt. Warte mal. Ich sehe das U-Boot. Oh, Alter, das ist ein Riesen-U-Boot. Ach, ja, UFO. Der Hubschrauber ist ja mal klein dagegen. Hier kommt jetzt eine Person entgegen. Ja, ich bin tot. Ernsthaft? Ich lebe noch, aber ich bin gleich tot. Wo denn? Warte mal, ich schwimme dir entgegen. Über dir. Genau über dir. Ah ja, da sehe ich dich. Ich komme auch. Oh Gott. Ja, wollen wir nicht jetzt Schaden? Wollen wir nicht alle ein U-Boot klauen und da jetzt mal hinfahren, anstatt schafft das nicht, ich krieg Schaden. Nee, ich kann euch ja jetzt, ihr könnt ja das U-Boot nehmen, abwechselnd. Ja, ich bin tot. Hier kommt jetzt eine Wasserleiche entgegen. Ja. Versuch mal den da abzuschießen, Alter. Ups. So, ich komme jetzt nach oben getaucht. Hi, hör. Tino, komm mir entgegen, bitte. Wanddschungel. Hallo. Okay, wir zeigen jetzt mal unseren Zuschauern, wo das ist, indem wir die Map einfach mal aufmachen. Oh mein Gott. Welcher bin ich denn davon? Ach, da. Da wieder zu viele Punkte sind. Ich kann gar keinen Punkt da setzen. Ja, weil du wahrscheinlich gerade genau auf der Stelle bist.
Also ihr könnt es ja sehen hier, da ist ganz am Rande jetzt ist hier so eine... das ist die Halbinsel, was? Irgendeine Halbinsel. Kann nee, ich das ist im Pazifik. Vorhin hat er mir was angezeigt hier, aber jetzt ist es weg. Warte mal. Schade. Es ist so, Manpalito Bay. So, ich zoom mal raus. Hier ist es auf jeden Fall. Ja, jetzt wäre es cool, wenn wir noch den Transporthubschrauber hätten, weil dann könnten wir nämlich mal in die andere, in den anderen Tümpel rein, um mal da reingucken, was da so gibt. Darf ich das mir jetzt auch mal angucken, bitte? Oh, warte, du kommst mir entgegen. Steig auf dein Dach. Das Charmander hat jetzt verloren, das ist jetzt grundlegend. So, na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn hier die Spackos ein bisschen zu viel Mist gemacht haben. Ich hab... Ah, da kommt Spock! LOL! So, dann schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ihr mehr so einen Mist sehen wollt. Bis dann, tschüss!